Ja, hier ist es also Teil 2 von meinem Q&A. Das muss ich irgendwie in den Griff kriegen. Ja, ich hoffe, es ist auch halbwegs interessant für... Ich hoffe, es ist auch halbwegs unterhaltsam für Leute, die mich noch nicht kennen. Wie im Teil 1 sind auch jetzt hier alle Musiktracks im Teil 2 von mir produziert, mit Ableton, falls es jemand interessiert. Und ja, was soll ich jetzt hier noch lange rumlabern? Los geht's. Cornelius oder so, also der heißt so, Cornelius oder so, fragt, macht Klonzen wirklich Spaß, möchte es gerne mal ausprobieren. Ja, das muss jeder für sich entscheiden, nicht? Einfach mal ein bisschen Sprodox-Habel an den Flühnerberg spranzen und dann ab dafür, ne? Aber aufpassen natürlich bei Fremdanwendungen, nicht mehr als 60 Mal pro Minute, sonst ja, kannst du gewisse Ausflüsse geben und manchmal sind die Zähne danach auch, also einfach nicht übertreiben, dann war's ja schon. Außerdem fragt Cornelius oder so noch, wie viele Katzen verbrauchst du durchschnittlich? Ja, kleine. Ja. Ja, ist schwer zu sagen. Ich würde mal so sagen, so 2 bis 3 Katzen pro Intervall, ja, maximal. Ja, außer natürlich bei gleichbleibender Intensität, dann natürlich weniger. Also ich meine, das ist ja klar. Ne? Aber ich denke, da bewege ich mich ganz gut im Mittelfeld. Also ich glaube, mit dem Wert brauche ich mich nicht zu verstecken. Und die letzte Frage von Cornelius oder so, heißt Tomatenmark Tomatenmark, weil der Mark Tomatenmark... Ja. Catfish Music fragt, warum nur, sag mir, warum habe ich schon lachen müssen, als ich das Thumbnail noch nicht mal gesehen hatte? Ja, vielleicht leidest du unter einer chronischen Seriositätsinsuffizienz und lachst einfach immer. Ja. Übrigens, Catfish Music, talentierter junger Mann, guckt auf jeden Fall mal bei ihm vorbei, insbesondere wenn ihr euch fürs Musikmachen interessiert. Ja, jetzt geht's ans Eingemachte. Dirk fragt nochmal, bist du in einer Beziehung? Nein, momentan nicht. Sophisticated fragt, wie alt bist du? Ja. 43. Ja, ich weiß, 43 und ohne Beziehung ist ein bisschen ungünstig. Ich habe mich auch schon gefragt, ob ich nicht wieder ein bisschen öfter tindern sollte oder so. Oh Gott. Kennt ihr auch diese Tinder-Profile, wo mit jedem Foto 5 Jahre und 5 Kilo dazukommen? Manche Profile haben 10 Fotos. Wie süß. Aber 8000 Kilometer entfernt? Ja, wieso schlägt mir Tinder hübsche Asiatinnen vor, die in Asien leben? Die Jungs von Takami Galaxy fragen, wann war das letzte Mal, dass das letzte Mal war? Ja, ich würde sagen jetzt, weil ich glaube, mehr Fragen trägt das Video einfach nicht. Sorry, ich habe nicht alle Fragen beantwortet. Ich habe mich aber gefreut, dass auch einige Leute geschrieben haben, die bisher nie geschrieben haben. Wenn ihr euch übrigens für philosophische Fragen, Outdoor und ab und zu ein Video aus Japan interessiert, guckt gerne mal bei den Jungs von Takami vorbei. Wieso mache ich hier eigentlich Werbung für YouTuber, die 10-mal mehr Abonnenten haben als ich? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ja, ich bin mir noch nicht so sicher, ob das so eine gute Idee war mit den Pillen, was ich da im Teil 1, ja. Das war's jetzt also mit meinem 100-Abonnenten-Special. Wen ich hier unbedingt noch erwähnen will, aber leider eher nicht im Video unterbekommen habe, ist Zobi. Zobi hat einen Animationskanal und ich finde, er hat viel zu wenig Klicks für das, was er da macht. Also guckt auch gerne mal bei ihm vorbei. Mein neuestes Video sollte jetzt auch nicht mal allzu lange auf sich warten lassen. Bis dann. Insekten. Hunde. Menschen. Ich mag Menschen. Manchmal.
Warum, sag mir warum, hab ich schon lachen müssen, als ich noch nicht mal das Thumbnail unter einer chronischen Seriositätsinsuffizienz. Das wird hier rumgehupt. Stört mich nicht, verdammt. Insbesondere, wenn ihr euch fürs Musikmachen interessiert. Ey, kann ich den labern.